Servus Comic-Freunde! Schön, dass ihr wieder dabei seid! Und bevor es losgeht, drückt den Abo-Knopf und vergesst die Glocke nicht. Somit verpasst ihr in Zukunft keine Reviews und Berichte mehr. Und nun würde ich sagen, geht's los! Abfahrt! Yes! Hallo und herzlich willkommen zu Batman. Wir sind im DC Black Label unterwegs. Der letzte Ausflug war ja nicht so geil, gell? Mit Batman. Superheldengedöns Black Label, das ist irgendwie nicht so. Mit Batman, wie hieß er? Batman. Verdammt. Verdammt. Wir sind bei Batman, der Weiße Ritter, und zwar aus dem Panini Verlag. Das Ganze, ich muss jetzt gerade gucken, auf den Stempel drauf ist. Von Sean Murphy und Matt Hollingsworth. 22 Euro kostet das gute Softcover-Buch mit 220 dicken Seiten. Stories sind White Knight 1 bis 8, Genre Superhelden. Genau. Das alte Batmobile. Es ist so gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zum Batman Verdammt, wow. Oder? Ich fand's, also, okay, du schweigst dich aus. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem DC Black Label bekommen, eben wegen der Batman Damned-Reihe. Mhm. Weil jetzt ist ja Harlequin rausgekommen, was auch sehr gut aussieht, auch zeichentechnisch mir echt Laune macht, aber ich habe Angst, dass das so ein Rohrkrepierer storytechnisch ist für mich wie Batman Damned. Mhm. Wo ich aber jetzt auch schon im Nachhinein darauf hingewiesen wurde, dass Batman Damned einige Parallelen zu anderen Comics vielleicht auch hat, die man vielleicht vorher hätte gelesen haben sollen. Wow. Ich finde das immer geil, wenn mir im Nachhinein erzählt wird, ja, du solltest vielleicht diesen oder jeden Comic vorher gelesen haben, damit du den begreifst. Warum schreiben die Verlage dann immerhin, der beste Einstieg ist dieser Comic, jetzt gerade könnt ihr einsteigen, für Neueinsteiger geeignet, ja, wenn es doch nicht so ist halt, ne? Genau. Sowas nervt mich immer tierisch. Das macht dann den ganzen Comic kaputt. Nichtsdestotrotz, wir kommen zu diesem schönen Comic, der Weiße Ritter. Zeichnungen hast du schon reingehalten? Ja. Sind, also für mich, atmosphärisch geil gemacht, schöne, feine Linien. Führung. Zeichnen mega gut. Super, ja. Mega. Macht echt Spaß, den zu lesen. Auch sehr, sehr detailreich, muss ich sagen. Finde ich echt cool. Noch ein geiler Stil. Das stimmt, ja. Also für mich so der Batman-Stil, oder? Ja, das ist super. Einfach das nochmal. Ich habe es zwar schon mal gezeigt, aber ja. Ich gehe jetzt auch nicht weiter als über das erste Kapitel, weil ich will dann. Ja. Batman, der Weiße Ritter. Wir fangen ganz normal an. Wir haben eine Verfolgungsjagd. Batman jagt den Joker. Was mir hier aber dann tatsächlich schon aufgefallen ist auf den ersten Seiten, Batman wird ziemlich skrupellos dargestellt. Mhm. Gleich am Anfang, der fährt mit seinem Auto über Häuserdächer und ballert irgendwelche Wachmänner um, so halb und scheißt auf alles, ne? Nur damit er den Joker fangen kann. Er kriegt den Joker auch, das kann man noch erzählen, glaube ich, so im ersten Ding. Er fängt ihn und vor allen Leuten haut er ihm mal so richtig zu Brei und flößt ihn in irgendwelche Medikamente ein. Genau. Vor allen Leuten. Ja. Das wird natürlich, in unserer heutigen Zeit hat jeder ein Handy, das wird natürlich aufgenommen und wird gleich mal in die Medien geballert. Wie war denn das? Ich glaube, der wollte damit irgendwie Gotham vergiften oder so und dann drückt das ihm aber stattdessen einfach in Grongnai und in Grongnai, also es ist jetzt fränkisch, das heißt, die Szene ist so, die kannst du ja auch zeigen, die Szene. Wo ist sie? Hier wird erstmal verprügelt. Ja, richtig. Ja. Und dann sieht echt übel aus, ey. Auf der nächsten Seite drückt er ihm die Medikamente quasi in den Schlund. In den Schlund hinein. Und mit den Worten, ich kann nicht atmen, erstickt der Joker quasi und das wird auf... Vor laufender Kamera quasi und das ist dann nicht so geil für Batman. Ja, für Batman gibt es medientechnisch einen absolut krassen Shitstorm. Mhm. Der Joker erholt sich dann später. Mhm. Ich muss jetzt echt schon aufpassen. Soweit können wir gehen, das ist noch im ersten Kapitel. Okay. Denn durch diese Medikamente wird seine Psychose, die ihn zum Joker werden lässt, quasi unterdrückt. Oder geheilt halt. Oder geheilt. Also im ersten Moment, das war jetzt schon fast ein, ja. Im ersten Moment als Leser meint man halt, wow, es hat die Psychose geheilt und er ist jetzt nicht mehr der Joker, sondern Jack. Wie heißt Napier. Er? Napier, genau. Jack Napier, ehemaliger Comedian. Man bekommt Story-Parts von seinem alten Leben mit. Und genau. Jack Napier wird halt vom Joker zu einem Rächer, ja, zum Weißen Ritter halt. Genau, also wir können noch so weit gehen, dass dadurch, dass er jetzt dann wieder klar im Kopf ist, fängt er an zu hinterfragen, was Batman eigentlich die ganze Zeit tut. Und ja, warum genau. Das von allen so geduldet wird. Richtig. Und
Ich weiß nicht, holt er im Knast dann noch sein Rechtswissenschaftsstudium nach oder forscht er einfach nur? Man hat so ein paar Einblicke, wo er halt irgendwie, es ist glaube ich keine Zeitangabe dabei, aber er wird auf jeden Fall nochmal Rechtsanwalt irgendwie oder so. Oder er liest sich da halt echt krass ein oder macht er sein Studium nochmal nach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber es fühlt irgendwie. Ja, er hat doch eine bessere Auffassungsgabe dann, heißt es, ne? Durch diese Medikamente. Ja. Und er vertritt sich, das kann man jetzt auch noch sagen, das ist Anfang vom zweiten Kapitel, gleich die erste Seite. Okay, er vertritt sich dann auch vor Gericht selber und ja. Es endet darin, dass er freigesprochen wird und jetzt quasi dann Der Rächer der Armen auf halt. Legalem Rechtswege ja, genau. Gegen Batman vorgeht. Richtig, und das ist sehr, sehr interessant, weil es spült dann im Nachhinein oder es spült dann immer wieder und wieder spült es richtig die Kacke hoch da in der Stadt und in den Ämtern und in der Polizei und man merkt dann einfach mal so richtig, wie dieses System da funktioniert und es hat mich an unsere jetzige Welt halt auch erinnert. Gut, nur dass wir keinen Batman haben, der mit Selbstjustiz durch die Straßen fährt und alles mögliche kaputt macht, aber die Korruption in dem System kann ich mir bei uns genauso gut vorstellen. Ja. Halt ein bisschen anders, aber dass ein System so korrupt sein kann oder so korrumpiert wird, dass selbst die Leute, die was Gutes wollen, halt mit reingezogen werden in diesen Strudel und halt mit funktionieren, wie so die Zahnrädchen halt sind, kann ich mir echt gut vorstellen. Ist fantastisch erzählt, ist eine sehr intelligente Story. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist einfach die Symbiose zwischen Joker und Batman. Ja. Dass das eine zum Beispiel nicht ohne das andere existieren kann. Dass es dann einen Hohlraum gibt, der gefüllt wird mit was anderem, mit was vielleicht noch Schlimmeren oder was Besseren halt. Ne? Fand ich sehr geil erzählt. Ja. Bester Batman. Ohne Scheiß. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ist bis jetzt mitunter der beste Batman-Comic, den ich gelesen habe. Ja. Find ich schon. Es ist kein Superhelden-Gedöns. Es ist überhaupt nicht, wie du schon sagst, mega intelligent erzählte Story. Die ist einfach... Ja, die ist super. Die ist spannend. Die ist... Es sind so viele Gedanken, die man vielleicht auch schon mal hatte, weil... Hm. Es ist genau das, es ist einfach das gleiche wie in den Superheldenfilmen. Es ist immer 5 vor 12 und immer gibt es den finalen Kampf und immer ist die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt und alle sind aber froh, dass es vorbei ist. Ja, aber die halbe Stadt ist kaputt. Genau. Und keiner fragt jetzt, was läuft jetzt, ne? Das gleiche, was wir bei The Boys auch schon hatten, dieses Setting. Ja. Und es wird hier so geil aufgenommen und verwurschtelt. Ja. Mega. Ja, fand ich. Mega. Vor allem dann dieses Zwischenspiel zwischen den beiden und wie es sich dann entwickelt und welche Wendungen es noch nimmt. Wir können nichts erzählen, wir würden spoilern. Und das wollen wir nicht, weil die Story ist so gut, halt. Die muss man selber lesen. Der ist echt lesenswert. Apropos lesenswert, ich beim zweiten Mal, glaube ich, könnte man vielleicht noch ein paar Details mitnehmen, aber so ganz großen Wiederlesewert hat er für mich jetzt dann aber auch nicht. Ja gut, es ist wie wenn du Departed das zweite Mal anschaust. Ja. Dann ist halt die große Story-Wendung nach 2,5 Stunden ist dann halt eigentlich... Boah, Departed war auch so gut. Da war ich auch so vor dem Fernseher so, wow, das war so Mindfuck war das, ne? Genau. Hat man hier auch. Aber das flacht halt natürlich ab. Ich meine, wenn man großer Fan ist und sowas, wird man immer wieder Freude an dieser Story haben. Klar, wenn man es nächstes Jahr nochmal liest, dann wird man sich auch nochmal schön reinlesen können. Ist schon ein geiler, sehr, sehr geiler DC Black Label Comic, muss ich schon sagen. Ja. Hat sehr Spaß gemacht. War eine tolle Sache. Ich weiß noch, dass ich ewig gewartet habe, bis ich ihn bekommen habe, weil wie er rauskam, war er sofort ausverkauft. Mhm. Also da war ein krasser Hype dahinter. Dann habe ich irgendwie 5 Wochen warten müssen. Dann ist er über ein Jahr gelegen jetzt, bis wir ihn gelesen haben. Wahnsinn. Ha, okay. Das ist krass, ne? Ja, ist so. Aber hat sich gelohnt. Ja. War ein schöner Comic. Genau. Okay, dann war es das von uns. Eure Gedanken in die Kommentare und wir sehen uns demnächst wieder bei einem neuen Comic-Review. Bleibt geil, bleibt nerdig, liebt die Haare. Ade, bleibt cool. Wiedersehen.